Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Angezockt auf Münsterland TV, dem zweiten Teil von Center Station, nee, doch Center Station Simulator. Ich weiß noch nicht, also was cool ist, ist natürlich die Verbindung hier von Survival und Simulation vom Einkaufen. Mal gucken, es ist halt nur sehr, sehr schwer beschrieben. Kann aber auch an mir liegen, ne? Also wir haben hier noch ein paar Pflanzkübel, die wir aufbauen können, das ist schon mal gut. Können wir schon ernten? Ne. Aber wir können ja noch mal mit B9 bauen. Der bringt uns hier, denke ich mal, schon ein bisschen was. So. Mal hier rein. Nehmen wir erstmal auf. Holen wir ein bisschen Wasser. Aus. Dann haben wir noch einen zweiten Samen. Mal eben, dass wir die draußen wieder sauber machen. Die PV-Anlagen. Ja, ist halt klar, wenn hier unten beim Sand, ne? Dip, 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 dip. Bin mal echt wahnsinnig gespannt, was ihr dazu sagt. Mit E ist hier noch nichts ernten. Und dann können wir hoffentlich gleich das Sinn. Aber das war nicht unbedingt alles raus. So. Mal hier mit B noch mal. Zack, zack. Zack. Also langsam läuft hier, was ich vorhabe, sagt er und haut wieder kaputt. So. E, machen wir das nächste auch noch den nächsten Pflanzkübel. B. Ah, da ist auch noch was. Da steht noch was. Eins. Und zwei. Dann haben wir nämlich die hier draußen. So, dann haben wir hier noch einmal einen Pflanzkübel bauen. Und noch einen. Kompost haben wir noch nicht. Brauchen wir mal Wasser. Benutze jetzt benutzen der Baumstamm. Ja, okay, das können wir noch nicht. Aber vielleicht ist der gleich durch, ne? So. Also jetzt, wo man einmal ein bisschen drin ist, ist es, finde ich, gut. Mal gucken, was rauskommt. Noch haben wir nicht eine Sache verkauft. 0 Euro, ne, um es ganz genau zu nehmen. Haben wir auf Konto. Sind auch kaum Geräusche, ne? Wahrscheinlich wie der Wüste. Die Stille würde ich genießen, glaube ich. Hauptsache Internet ist da.
Aber wird ja, der hat ja einen Computer. Und dann haben wir hier so ein paar Sachen jetzt fertig gebaut. Packen wir das mal weg und dann haben wir hier noch ein bisschen was. So. Samenbeutel 1. 2. Was anderes, ne? Sieht zumindest so aus. Okay. Guck mal hier. Mal gucken, was da kommt. Wo können wir denn jetzt nehmen? Ja. So ist aber natürlich gewagt hier im Keller, würde ich sagen. Aber es läuft. Sieht halt richtig cool aus. So, oben ist Eisenerz drin. Warten. Benutzen Sie E, während des Eisen ziehst, um ihn zu nehmen. Nicht, dass der unten rauskommt, oder? Aber wir werden es gleich sehen. Er schmilzt ja nach oben ein. Immer gespannt. Macht man auch immer im Keller, also nicht nachmachen. Der muss wahnsinnig gut belüftet sein oder entlüftet. Jetzt hast du durch. Gucken, was wir damit machen können dann, ne? Aber Samen haben wir nicht bekommen, oder? Doch, haben wir. Ist die Frage, müssen wir den noch mal gießen? Nicht da doch. So, ich habe mir jetzt den Eisenbahn B und Building Menü zu öffnen. Baue eine Werkbank B. So, machen wir eben so. Eine Werkbank. Samenlagerung, okay. Lagerung vom Barren. Verschiedene Wasserflaschen. Werkbank. Packen wir hier so daneben, ne? Brauchen wir noch dafür? Jetzt wüsste, was man dafür braucht. Das steht ja bestimmt hier dabei, ne? Holzscheite und zwei Barren. Das heißt, ich muss nur ein Eisen holen. Stand ja vor uns auch zwei, ne? Eisenerz, okay. So, und dann hoffe ich, dass das Holz wächst. Kann gleich noch mal Wasser holen. Nee, falsch. Und noch mal Wasser, dass es auch wächst, ne?
welche ich es gemacht habe. Den zweiten aber, ne? Okay. Der wächst hier. So, das wächst, das bauen wir. So im Augenblick bauen. Achso, okay. So, unser Augenblick bauen wir nur erstmal die ganzen Vorbereitungssachen, ne? So, bauen wir hier hinten noch einmal einen an und holen noch mal Entwasser. Ich weiß nicht, ob es muss, aber wir holen erstmal. Brauchen das Holz ja auf jeden Fall. Machen wir eben die Dings noch glatt. So. Machen wir draußen noch mal eben die Voranlagen sauber. Bauen wir die Werkbank mal eben, ne? Ein bisschen sauber machen hier. Da, wo wir was sehen. Erst Bereich natürlich. Und hier noch. So, dann sollte das durch sein. Da bin ich mal echt gespannt. Wer was trinken? So, Holz muss wachsen. Holz wächst auch. Ja, noch nicht ganz. Da kriegt man nicht das auch so ein bisschen hin. Feuer ist aus. Ich weiß nicht, wie viel Holz wir noch brauchen. Ich denke mal einen noch, oder? Ich glaube, er muss noch mal gedüngt, gegossen werden. Wir haben ja, bevor wir da rumstehen, können wir die noch mal holen. Ah, der Mond ist aufgegangen. Ist noch nicht, der? Nee, auch noch nicht. Nee, komm. Oh nein. Okay, das ist Zerstörungswerkstück. Was macht 5? Okay. Können wir uns, glaube ich, das Zeug herholen, ne? Okay.
erwartet, dass der hier kommt. So. Zack, zack, letzte Stufe. Dann hoffe ich, dass wir dann da die Werkbank fertig haben und den nächsten Schritt können. Aber jetzt wissen wir zumindest, für was es ist, ne? Jetzt haben wir. Bitte sei fertig. Immer noch nicht. Ah, jetzt, okay. Was können wir denn jetzt hier machen, okay? Nutze Edeltaste Werktabelle und mache rotierende Klinge. Eine rotierende Klinge. Das ist die. Herstellen. Brauchen wir zwei Eisenbachen, okay. Okay, wir müssen Eisenbachen holen. Das ist auch das Erste, was jemand kauft, wenn er hier draußen dran vorbeikommt, denkt sich, boah, jetzt so eine rotierende Klinge, ne? Eisenerz, oh, holen wir mal das Ding hierher. Aber Eisenerz hier drin, oder? Wie cool ist es? Wie die Zahl denn? Steht hier nicht mehr da? Ja, vielleicht oben. Ich weiß es nicht. Erz brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So ist jetzt gerade nicht. Das könnte es sein. Sind da zwei drin, hoffe ich. Gut, dass wir die Verbindung haben, ne? Was wird denn hier gemacht? Verbesserung. Er holt hier Eisen hoch vor, ne? Mineralien, okay. Kupfer, Beginn Eisen. Verlassen, okay. Wir mal gucken. Ob die hier was holen oder nicht. Wir gucken jetzt mal in den Keller. Oh. Wollen wir das dann stoppen hier? Das kann ich nicht stoppen, ne? Jemand verlassen. Ich glaube, da reicht unser Strom noch nicht für. So, dann holen wir das mal.
Okay. Aber. Ja, das klappt noch, ne? Mal gucken, ob wir das noch herstellen hier in der Werkstatt. Rotierende Klinge. Ach, ja, bis jetzt läuft's ja, ne? Mit einigen Anlaufschwierigkeiten, aber es läuft. Okay. Bin gespannt, ob das da läuft hier alles. Ja, mit E nehmen. Irgendwann. Na komm, gib mir das. Mal gucken, ob das noch durchläuft. Kann man noch mal Holz rein, oder? Einfach wissen, das läuft noch. Okay, es läuft auch noch. Mal gucken, was wir da produziert haben. Wobei, was wissen wir ja, ne? Na komm. So. Da fertig. So, mal gucken. Wahrscheinlich sind die verschmutzt, sonst wird es ja nicht so doof da stehen. Öffnen, Bauchbeine, Säge, Werk. B. Ist das? Nee. Ofen, kleines Sägewerk. Okay. Können wir hier daneben sitzen, ne? So. Ah, nee. Okay. Muss man dafür noch haben? Nehmen wir ja hier dann, ne? Niedriger Motor, Werkbank. Ah. So, Holzscheit, Hauptblock. Rotieren, ein Hauptblock muss ich noch bauen.
Und 4 Holzscheite brauche ich. Zurück zum Spiel. Hauptblock? Das ist der, ne? Hauptblock herstellen. 8 Eisenbahnen. Nicht schlecht. So, jetzt muss ich den herstellen und dann. 1. 2. So, jetzt müssen wir auch noch Eisen holen. Ja, und das alles machen wir natürlich sehr gerne, wenn ihr sagt, jo, das Projekt soll ein Let's Play werden. Ich weiß dann zwar noch nicht wann, aber das würden wir dann sehr gerne hier weitermachen, wenn ihr sagt, jo. Angezockt ist es. Ich denke, man kann sich jetzt vorstellen, worum es geht. Also, noch haben wir die Verkaufsfläche nicht wirklich im Betrieb. Mal gucken, wie ist das hier? Kohle. Auch Kohle, ne? Auch Kohle. Aber hier Silbererz. Aluminium. Könnt ihr noch mal hier drüben gucken? Bei Taschen, aber ob wir jetzt hier was rausgeholt haben, das weiß ich nicht. Ja, wir haben Eisen drin. So, das heißt, so verlassen, so. Das heißt, wir können doch das machen, komm. Auch 20 Energie. Aber es funktioniert erstmal, ne? So. Eins brauchen wir auf jeden Fall jetzt für die Schmelze. Ich glaube, das Wasser können wir ausstellen erstmal. Okay. Das andere Eisen noch. So, das lassen wir mal. Das brauchen wir für die Schmelze. Ich muss hier 8 Wachen reinhauen. Aber wenn es euch gefällt, dann schreibt es in die Kommentare. Nur dann wird's Let's Play. Bis dahin. Tschüss.